Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich weiß, viele Leute sind sicher verwirrt, was es denn jetzt zu sehen gibt an diesem wundervollen Samstagnachmittag. Normalerweise kommen ja am Samstag immer Wi-Fi-Battles, aber ich habe ja schon im letzten Video gesagt, dass ich momentan eine kleine Pause brauche, weil ich designtechnisch auf dem Kanal so ein bisschen was umstrukturieren will und deswegen wenig Zeit habe, mich wirklich um Teams zu kümmern und dann noch um Kämpfe und dann hoffentlich ist irgendein guter Kampf dabei und den muss man schneiden, schön editieren und so weiter und so fort, aber trotzdem soll dieser Samstag nicht Pokémon-frei bleiben und ich habe mir da was super Interessantes überlegt. Wir Leute sehen schon, dass das hier wahrscheinlich Pokémon Saphir oder Rubin ist oder vielleicht sogar Smaragd. Ich muss so kurz drüber nachdenken, weil viele Leute wissen ja, ich habe ja meine Kindheit mit der englischen Version von Pokémon verbracht, aber ich habe es irgendwie geschafft, meinen Original-Speicherstand von der Smaragd-Edition, von meiner Emerald-Edition, auf eine Smaragd-Edition rüberzuwandern. Also wir spielen es heute auf Deutsch, obwohl es mein Original-Speicher-File von damals ist, was ja auf Englisch war. Und das Besondere ist, dass es original vom, nicht 3DS, sondern vom Game Boy Advance gecaptured, beziehungsweise das ganze Setup ist super kompliziert. Auf jeden Fall ist es die Original-Cartridge, die ich hatte. Oh, shit. Oder es endet einfach jetzt, weil die Batterie leer ist. Ich habe es eigentlich vorher getestet und hat alles funktioniert. Moment, interne Batterie ist verbraucht. Spiel kann ich. Kann vorge. Okay. Aber zeitbasierte Spiele, wenn es werden, nicht mehr initiiert. Alles klar. Scheinbar alles safe. Ich habe es kurz vorher getestet, ob alles funktioniert. Wie gesagt, das ist von der Original-Cartridge von damals. Nur halt vom Savegame hier ein bisschen umgeschrieben, damit wir es auf Deutsch haben, weil es, glaube ich, für die Zuschauer am einfachsten ist. Aber ja, mal gucken, ob wir klarkommen. Sakura, so hieß mein Charakter damals, von 1902 und zwickig. Nee, wann kam Pokémon Smaragd raus? 2005, 2007 oder so. Also, wie gesagt, alles super nostalgisch. Mein Originalfall, ich bin eigentlich super gespannt, was wir heute machen werden. Plan war eigentlich, dass wir in das beste Feature von Pokémon Smaragd oder allgemein von der dritten Edition gehen. Und zwar zur Kampfzone, heißt das so auf Deutsch? Ich glaube schon, auf jeden Fall meine ganze Kindheit habe ich da verbracht. Man muss sagen, ich hatte schon vorher Pokémon Saphir, das ich durchgespielt habe und Pokémon Smaragd habe ich mehr oder weniger durchgerusht, damit ich hier meine ganze Zeit verbringen kann. Funktioniert alles? Alles funktioniert. Sehr gut. Wir können ja mal gucken. Ich hoffe, ich habe mein total tolles, kompetitives Team von damals noch, aber ich glaube schon, weil da war ich super stolz auf. Genau. Guck, bevor wir irgendwie in die Kampffabrik reingehen, Kampffabrik ist übrigens das, was ich gleich machen wollte, bevor die Leute denken, was machen wir hier eigentlich, gucken wir uns nur Teams an, aber so viel Zeit nehmen wir uns, ein bisschen Nostalgie, also gerade für mich, ich freue mich total, das nochmal live zu sehen. Oh mein Gott, mein tolles, kompetitives Team von damals, bestehend hier aus X-Bart. X-Bart war damals schon mein Held, ein männliches, hat sogar denselben Nickname, wie ich jetzt in der GPA oder allgemein immer verwendet habe, das sieht man. Das sind die Wurzeln, Leute. So hat alles angefangen. Wir können ja mal gucken, was das alles für Sets waren. Hier, ein frohes X-Bud, ne? Da hat man schon auf Wesen geguckt, aber offensichtlich nicht gezüchtet. Also, ich habe ein bisschen gezüchtet, aber nur für Moves, muss ich ganz ehrlich sein. Oder wenn ich irgendwas doppelt haben wollte. Aber ich hatte damals noch relativ wenig Ahnung, dass es sowas wie DVs gab. Aber alles EV trainiert. Alles hier total richtig. Und hier Wahlband. Ihr werdet merken, in der dritten Generation gab es im Grunde nur zwei Items, und zwar Überreste und Wahlband. Das wird man noch, glaube ich, in dem Team, glaube ich, sehen. Wahlband, X-Bud, sehr, sehr gut. Und für die Leute, die damals nicht dabei waren, ihr fragt euch sicher, was ist das? Wahlband, Matschbombe, Wahlband, Spukball. Damals war alles crazy. Da waren die Attackentypen, also ob es physisch oder speziell ist, war davon abhängig, welcher Angriffstyp das ist. Also Gift war immer physisch, Geist war immer physisch. Das ist total crazy, also das wird, glaube ich, super schwer sein, heute die Battle Factory durchzumachen, also Kampffabrik. Ich hoffe, es heiße, ich kenne es halt nur auf Englisch, es tut mir leid. Wir werden aber sehen, das ist das erste Mal, dass ich hier Smaragd auf Deutsch spiele, aber ich denke mal, wir werden klarkommen, aber ja, der Verstand muss sich so ein bisschen an die dritte Generation gewöhnen, dass ich alles nur irgendwie zusammenbekomme. Ich glaube, Unlicht war immer speziell, da muss man drauf achten, also Verfolgung ist zum Beispiel ein spezieller Angriff, kein physischer. Aber ja, Wahlband, X-Bud, eigentlich ein super starkes Pokémon für mich, ich habe es geliebt. Es war super schnell. Ich glaube, es war eins der schnellsten Pokémon, wenn nicht das schnellste Pokémon im kompetitiven Pokémon dritte Generation damals. Insofern mit Wahlband extrem stark. Matschbombe, Aeros, Spukball, damit trifft man super viel. Und Schlafrede für den Fall, dass man irgendwie in eine
Spore? Gab es Spore damals? Pilzspore? Ich glaube nicht. Schlafpuder. Wenn man in Schlafpuder reinwechselt von Giflo oder so, was man ja mit X-Bad gerne macht, dann kann man auf Schlafrede gehen und dann trotzdem noch alles zerstören. So, was haben wir noch? Wir haben Donphan mit dabei, Turbodreher. Hier übrigens auch mit einem Walband. Hartes Wesen, also auch hier schadenstechnisch ganz gut. Walband und Überreste werden wir, glaube ich, auf allen Pokémon sehen. Wie gesagt, mehr gab es damals nicht. Nur diese zwei Items, die gut waren. Vielleicht ein paar Beeren, aber das hat sich auch nicht gelohnt. Oder, keine Ahnung, Maronbeere, wenn man Schlaf spielen will. Egal. So, Turbodreher, Erdbeben, Felsgrab und mein persönliches Ding, das hat, glaube ich, sonst niemand gespielt, Dreschpflege. Das macht nämlich mehr Schaden, je weniger KP Donphan hat. Und Donphan hat ja die großartige Fähigkeit Robustheit. Das heißt, wenn man das in ein Wasser-Pokémon reinschickt im 1:1 Matchup, dann kommt irgendwie ein Surfer, bringt uns auf 1 KP und dann kann man Dreschpflegeln und dann macht man einfach alles kaputt, weil es, glaube ich, eine Base-Power von 230 hat und mit Walband, keine Ahnung, damit zerstört man einfach alles. Hat niemand gespielt. Ich habe mich total gefreut, wenn es funktioniert hat. Also hier Donphan, auch hier. Mein großes Herz liegt bei Donphan. Starmie. Die Überreste, weil es kein Wahlglas gab, deswegen muss man hier die Überreste spielen. Wie gesagt, das einzige andere gute kompetitive Item. Starmie, super tolles Pokémon, schnell unterwegs. Coverage des Todes und spezielle Angriffe waren tatsächlich relativ selten damals. Also sie sind super stark, weil es relativ wenig spezielle Defensive gab. Deswegen konnte man mit speziellen Angreifern super guten Damage dealen. Und ja, die Coverage des Todes, man trifft im Grunde alles, was damals gespielt worden ist, mindestens neutral. Also Starmie auch hier ein sehr beliebtes Pokémon. Dann ein Cancer-Set von, von unserem Panzer Aeron. Mit Erholung, Stachler, Windschnitt und Toxin. Also da war auf jeden Fall Stallen angesagt. Aber Stahltypen waren damals einfach unfassbar stark. Keine Ahnung. Da gab es super selten Sachen, die da wirklich guten Schaden machen konnten. Und ja, auch hier die Überreste, ein defensives Set. Keine Ahnung, hat einfach gut funktioniert. Bringt ein bisschen Kontrolle in das Team mehr oder weniger rein. Man kann es gut in alles reinwechseln, was die anderen Pokémon gut treffen. Und hier, Scaraborn, ebenfalls, da erinnere ich mich dran, hat mich einfach gecarried ohne Ende mit den paar Sachen, die ich mit dem Team gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie große Turniere gespielt, aber am Esstisch bei meinen Freunden war es immer der absolute Held. Natürlich hier mit dem Walband, was hätte es auch anders sein können, mit Adrenalin als Fähigkeit, ja genau, und Durchbruch. Im Grunde der stärkste Kampfangriff in dieser Generation. Nahkampf gab es da nicht. Fassaden natürlich sehr stark. Steinhagel und viel Ende. Also einfach Damage ohne Ende. Super tolles Pokémon. Hat mir einfach sehr viele Kämpfe damals gerettet. Und das letzte Pokémon, genau, das war Brutalanda. Und das hat keinen Nickname, weil das war nicht meins. Das gehörte meinem Freund Lukas damals. Hat natürlich Bedroher, starke Fähigkeit. Aber das Wichtige ist, er hat es nämlich hinbekommen, seinen Brutalanda irgendwie so zu fangen, dass die Kraftreserve Pflanze drauf gespielt werden konnte. Und das ist super gut, weil damals war, glaube ich, Sumpex eins der wichtigsten Pokémon im Meta. Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall war Sumpex super gefährlich und Kraftreserve Pflanze war extrem geil. Und man darf nicht vergessen, hier, Drachenklaue, Drachenattacken sind auch alle speziell. Das heißt, das ist so ein kleines Mix-Set mit Durchbruch als einzigen physischen Angriff. Aber das war, glaube ich, okay. Als Kinder haben wir uns auch sowieso nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich, glaube ich, ein bisschen mehr. Also ich war da schon sehr, sehr wissenshungrig und habe mir alles Mögliche durchgelesen, was cool ist und was man machen kann, was nicht machen kann. Und ja, Brutalanda, gutes Pokémon. Allgemein, wenn ich mir das so angucke, ist es, glaube ich, von der Synergie, von der Typensynergie gar nicht mal so schlecht. Natürlich drei Pokémon, die hier eine Elektroschwäche haben, aber eine Immunität. Und das war's, aber egal. Für meine Kindheitsverhältnisse war das noch absolut okay. Und ich habe super lang gegrindet in der Kampfzone, bis ich mir... ich glaube, drei Walbänder hatten wir jetzt. Ein Walband, zwei Walband, drei Walband. Okay. Drei Walbänder und dreimal Überreste. Das war lange Grinding-Nacht. Und vor allen Dingen, ich habe hier irgendwo noch den Steinhagel. Steinhagel war auch super teuer, um das zu kaufen. Ich glaube, 46 BP oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. So. Genug der Teamanalyse. Wir gehen los zur Kampfzone. Oh, ist das schön. Kampfzone war einfach das beste Feature von der gesamten Generation. Nach dem Postgame, nachdem man die Top 4 besiegt hat, kommt man hier hin und es gibt einfach super viele, kann man hier, okay, Fahrradfahren funktioniert noch. Ich finde es einfach gut, wie gut ich klarkomme. Oh mein Gott. Genau hier. Mal gucken, wie das auf Deutsch heißt.
Comfy Peters, okay, lustiger Name. Battle Pike hieß es im Englischen. Super lustige Arena, man kommt rein, man spielt mit seinem eigenen Team und hat immer 3 Tore zur Auswahl pro Durchgang und hinter jedem Tor kann irgendwas anderes drin sein. Also das Beste, was passieren kann, ist natürlich ein NPC, der euch heilt, aber es kann auch ein Fukano drin sein, das euch anrempelt und alle Pokémon in eurem Team verbrennt oder ganz normale Kämpfe. Das heißt, man muss irgendwie mit etwas Glück durchkommen und es gibt noch viele andere tolle Bereiche, aber wir müssen, glaube ich, hier nach links, wenn ich mich nicht irre. Tada, sage ich doch, das Kartengedächtnis der Nostalgie lässt einen nicht im Stich. Alle Kindheitserinnerungen kommen auf. Und zwar gehen wir heute in die Kampffabrik. In der Kampffabrik ist es was ganz Besonderes, denn da muss man sich keine Gedanken machen über sein eigenes Team, denn man leiht sich Pokémon aus und kämpft sich quasi so eine Ladder hoch und kann auch gegen Kampfkoryphäen antreten und kriegt dann am Ende ein schönes Badge, wenn man, ich glaube, 21 und dann 58 Kämpfe gemacht hat oder so. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gehen wir hier rein, haben ein bisschen Spaß, ist glaube ich auch ein schönes Format, um so ein bisschen zu quatschen, denn wirklich anstrengend wird es nicht sein, gerade in den ersten paar Runden. Das gibt uns ein bisschen die Gelegenheit zu erklären, was denn so demnächst alles hier passieren wird, beziehungsweise was momentan bei mir so aktuell abläuft. Gehen wir rein. Welche Stufe genau? Wir nehmen offene Kämpfe, weil dann sind alle unsere Pokémon Level 100 und dann sieht man auch ein paar voll entwickelte Pokémon. 67 Stunden haben wir hier gespielt. Wow, wow, wow. Pokédex natürlich nicht ganz voll, aber ich habe ja schon gesagt, eigentlich mein Hauptspiel war Pokémon Saphir damals. Da habe ich alle Pokémon gefangen und ich glaube unendlich viel gespielt und das war quasi so eine Sub-Edition, wo ich einfach nur in die Kampfzone wollte und da einfach meine ganze Spielzeit verbracht habe. Ich habe mich... Wir brauchen keine Tipps. Ich will gucken, was wir uns alles leihen können. Das ist nämlich der absolute Hype. Vor allen Dingen, ich glaube, wir sind noch relativ am Anfang der Winstreak, aber werde ich gleich noch erklären. So, gucken wir uns mal an, was wir uns denn alles ausleihen können. Schon mal ein Raichu. Wir können uns auf jeden Fall die Berichte angucken. Das ist nämlich super wichtig. Ein hartes Raichu mit der Prunusbeere. Donnerblitz, Gegenschlag, Ausdauer und Agilität. Okay. Wahrscheinlich nicht das Beste, weil Elektroangriffe sind, glaube ich, immer speziell. Das heißt, hartes Wesen ist hier sogar relativ kontraproduktiv. Also Raichu nicht unbedingt, ein Kapilz, Gigasauger, Egelsamen, Powerpunch und Pilzspur. Das kann ich mir vorstellen mit Blendpudas als Item. Großartig. Sporenwirt und ein sanftes Wesen. Okay. Potenziell nicht das Beste, was ich mir vorstellen kann, aber es geht in eine gute Richtung. Egelsamen, Schaufler, Doppelteam, Erholung, Maronbeere... Pfiffiges Wesen und Chlorophyll, okay. Aber, nein, nicht unbedingt. Surfer Eischreiter. Ah, da geht die Stimme flöten. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin zu aufgeregt. Ich freue mich total. So viel Nostalgie in einem Körper, das ist zu viel. So, Surfer Eischreiter, Donnerschlag, Feuerschlag. Klingt seltsam, aber Donnerschlag und Feuerschlag sind tatsächlich spezielle Angriffe dadurch, dass sie Elektro und Feuer sind. Und Elektrofeuer sind immer speziell, das heißt, da müssen wir erstmal drauf klarkommen. Im Overlay werde ich das ja auch irgendwie eingebaut haben, dass ihr ungefähr wisst, was ist und nicht gleich irgendwie super viele Fragen stellt. Sägesang als Item, das ist okay. Und mäßiges Wesen, super stark. Wassertempo wahrscheinlich relativ nutzlos, weil wir keinen Regen rausholen, aber... Kapaloris schon mal vormerken, das kann ich mir vorstellen. Surfer, Drachenklaue, Durchbruch, Grimasse, was war das nochmal? Erschreckt mit Grimasse, Initiativwert sinkt deutlich, okay. Damit werden wir Sachen outspeaken können. Oh, Surfer, Drachenklaue, also auch speziell oder mixed? Sturzbach, Flinkklaue, ja, vielleicht. Ich glaube, ich nehme Kapaloris lieber mit als Wasser-Pokémon, Psychokinese, Erdbeben, Doppelteam. Und die Kosmikkraft, Überreste. Und Schwebe, stilles Wesen, das ist alles nicht so richtig geil, muss ich sagen. Aber, keine Sorge, wir suchen zwar jetzt 3 Pokémon aus, mit denen wir kämpfen, aber nach jeder Runde dürfen wir uns ein Pokémon austauschen mit dem des Gegners, den wir besiegt haben. Also insofern wird sich unser Team sowieso relativ oft wandeln. Ich werde, glaube ich, Kapaloris auf jeden Fall mitnehmen. Das finde ich nämlich momentan richtig geil, vor allen Dingen als Lead. Kapilz kann ich mir auch nur vorstellen, dass wir das gut benötigen können. Dann haben wir 2... Pflanzen-Pokémon, wobei Kapaloris natürlich viele Pflanzenschwächen tilgt. Was nehmen wir als letztes mit? Lepumentas wäre vielleicht nice als Bodenimmunität, auch wenn Bodenangriffe gegen die Pflanzen-Pokémon auch nicht viel machen. Aber ich glaube, das war schon okay. Psychokinese Erdbeben ist halt nice, wobei das auch wieder Mix ist. Egal, wir nehmen Lepumentas einfach mit und gucken, wie weit wir damit kommen. Nicht der beste Start, aber ich glaube, die KI ist momentan noch relativ nett, sage ich einfach mal. Die steigert immer, je mehr Winstreaks man hat. Also das Ganze läuft in 7er Sets. Das heißt, nach 7 Gewinnen
geht mal einmal raus, kann man nochmal speichern, kann nochmal ein neues Team aufbauen, also aus 6 Pokémon auswählen und so weiter und so fort. Das heißt, immer in 7er-Sets und jedes Set ist immer wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben Donnerschlag, okay, ich wollte schon sagen, haben wir was sehr Effektives, aber ja, den Donnerschlag mit einem mäßigen Wesen sollte es guten Schaden machen. Bitte tu it. Ah, ganz knapp nicht. Aber die Paralyse bekommen vielleicht. Vielleicht kriegen wir einen Gradeszug, aber tun wir nicht. Surfer sollte aber auch null Schaden machen. Ja, nicht null, aber sehr, sehr wenig. Was für ein Item hatten wir nochmal auf Kapelores? Das ist sowieso, das wird super kompliziert sein, sich das alles zu merken, weil die Sets einfach extrem random sind. Also jemand hat sich hingesetzt und die durchdesignt, aber manchmal ist das so seltsam, welche Pokémon schneller sind, was man nicht so einschätzt. Einige Pokémon sind super bulky, auch wenn sie es normalerweise nicht sind. Also ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Der Gena. Ich glaube, ich will dann rauswechseln, weil dann können wir A, ein anderes Pokémon sehen und B, werden wir nicht schlafen, was ganz gut ist, denn wir wollen hier knallharte Action und keine Store Battles. Psychokinese, der Gegner hat predicted. Der Gegner hat predicted, er wusste, er hat ein Kapilz mit. Ich setze jetzt Gena rein, damit er wechselt und das Kapilz reinholt. Unglaublich. Oh Mann. Das ist bitter. Der Gena outplayed mich. Ich glaube, es war mehr Zufall als sonst was, aber ja, so viel dazu. Aber keine Sorge, nach jedem Kampf werden alle Pokémon geheilt, bevor ihr denkt, dass Kapilz jetzt für immer besiegt ist. Aber vielleicht wechseln wir es auch gleich raus. Wir gehen nochmal auf Donnerschlag. Ich glaube, Kapalore ist momentan so ein bisschen das Flaggschiff unseres Teams. Also, es ist auf jeden Fall das stärkste Pokémon. Mäßiges Wesen, super gut. Coverage des Todes, ultra gut. Und Sägesang ist, glaube ich, auch relativ angenehm. Dadurch, dass wir auch nur offensive Moves haben. Das heißt, wir können uns immer schön heilen. So, Scaraborn könnte uns potenziell töten mit einem Feelender, wenn das mit dem Set, also es könnte alles sein, es könnte jetzt einfach auf, wie heißt dieser Schlag, der einen Zug aufladen muss? Power Punch? Power Schlag? Keine Ahnung. Aber hier predicted, Erdbeben abgefangen mit Lepomentas. Und wir können eklig sein, ein Doppelteam einsetzen, aber nein, wie gesagt, wir wollen nicht Storm, wir wollen hier Action zeigen. Was passiert? Also, Erdbeben nochmal eingesetzt. Mein lieber Gegner. So läuft das ja nicht. Sei ein Tuit, bitte. Es ist gerade so ein Tuit. Da sieht man, wie bulky ist dieses Scaraborn. Scaraborn, großartiges Pokémon. Vielleicht nehme ich mir das direkt mit. Dann wechsle ich es raus gegen... Will ich Lepomentas raus haben oder will ich Kapilz raus haben? Ich kann mir Kapilz... Ich glaube, ich tue Kapilz raus, weil dann habe ich... Ich will nicht 2 Kampf-Pokémon im Team haben. Nachher hat irgendwann der Gegner ein Flug-Pokémon und das zerstört uns einfach alle. Wird auch so alles zerstören, weil Scarborn keine Flugattacke tankt und Kapalores vielleicht, je nachdem, was für ein Pokémon das ist. Also wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann vielleicht die Flugschwäche dann negieren. Für Lepomentas irgendwann ein Stahl-Pokémon oder wenn wir schon von Stahl-Pokémon sprechen. Aber wir haben zum Glück das Erdbeben. Lepomentas ist gar nicht mal so schlecht. Ich könnte auch eklig sein mit Kosmikkraft und Doppelteam alles machen, aber hier die Offensive? Nicht übel. Macht leider super wenig Schaden, dadurch, dass wir... Sind wir mäßig mit Lepomentas? Ich weiß es nicht. Weil das ist natürlich hier auch wieder ein Mixset Psychokinese. Psychoattacken sind immer speziell offensiv, Bodenattacken sind immer physisch offensiv. Ich glaube. Nee, doch, Boden war immer physisch. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ja, wir gehen einfach weiter auf Erdbeben und hoffen auf das Beste. Ich will jetzt nicht unbedingt das Kapalores reinwechseln, weil das wird so mein Joker fürs später sein. Aber der Gegner hat scheinbar auch gar nichts. Also Lepomentas mit der Schwebe. Scheinbar der Trumpf in diesem Kampf. Aber es ist auch der erste. Und ich glaube nicht, dass wir momentan eine Siegesserie haben. Ich weiß halt nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das muss vor 8 Jahren gewesen sein oder so. Auf jeden Fall, ich habe super viel Zeit in die Kampffabrik gesteckt. Es gibt zwar viele weitere Bereiche im... Ich vergesse immer, wie das heißt auf Deutsch. Ich vergesse auch vor allen Dingen... Kampfzone? Ich hoffe, es heißt Kampfzone. Es gibt insgesamt, glaube ich, 10 Orte, die man besuchen kann. Eine Pyramide, das war eigentlich auch super lustig, weil in der Pyramide, man geht rein und muss quasi den Ausgang suchen. Der Kniff ist aber, dass man so gut wie nichts sieht. Also man sieht nur ein paar Pixel um den Avatar herum. Und da sich zu orientieren, ist super kompliziert, gerade in so einem Irrgarten einer Pyramide. Der Kniff war aber, jedes Mal, wenn man einen Trainer besiegt hat, dann erweitert sich der sichtbare Bereich ein wenig. Das heißt,
Man will eigentlich so schnell wie möglich durchgehen und so wenig wie möglich kämpfen, aber je mehr man kämpft, desto einfacher wird es theoretisch. Das heißt, es ist so ein kleines Hin und Her. So, ich habe mich über... Okay, ich will aber wechseln, ne? Wann kommt die Option? Möchtest du... Ja, bitte. Ja, wie gesagt, Kapilz ist zwar ganz nett mit der Pilzspore, aber ich glaube, wir wollen hier Offensive. Und zwar, ja, Stalus würde sich super gut anbieten, glaube ich. Aber Scaraborn, da bin ich gerade scharf drauf. Deswegen nehmen wir einfach mal Scaraborn und gucken wir, wie wir das Team weiter anpassen. Ich hoffe, dass das Scaraborn gut ist und nicht irgendein total trolliges Set mit keinen Move. Ja, ja. Aber das werden wir gleich sehen. Also theoretisch weiß man vorher nicht, was man bekommt. Man muss halt entweder im Kampf aufpassen, weil man klaut sich immer quasi die Pokémon des besiegten Gegners. Das heißt, wenn man vieles von dem Set gesehen hat, dann kann man es besser einschätzen. Aber ich glaube, wir haben bisher nur... Ne, wir haben zwei Moves gesehen. Viel Ender und irgendein Power-Up-Move. Hexaplagas Fähigkeit, frohes Wesen, okay, Prunesbeere, Anziehung, Protzer, Erdbeben und Viel Ender. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Protzer kann ich mir sogar gut vorstellen, dass mir in dem Set funktioniert. Anziehung ist natürlich super, super trollig, weil die Chance, dass es funktioniert, ist extrem gering. Der Gegner muss ein anderes Geschlecht haben und dann braucht man, glaube ich, eine 50%ige Chance, dass der Gegner wirklich verliebt ist. Also keine Ahnung, ob wir das jemals einsetzen werden, aber ein frohes Wesen ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Und hier 261 Angriff, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. 300er Bases wären besser, also 300 auf 100, Level 100, egal. Ist ein guter Wert, ist ein guter Wert. So, wir kämpfen gerade gegen Knogger, das ist natürlich super traurig für das Knogger. Das aber schneller ist als unser Kapaloris, das hätte ich nicht erwartet. Aber ich glaube, so werden wir noch relativ oft überrascht. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein Schaden? Kampfknochen auf jeden Fall confirmed, aber ich glaube, wir werden relativ oft überrascht sein, was uns outspeedet, was tankt, weil das ist super, super seltsam, was hier alles passiert. Aber das macht auch so ein bisschen den Charme aus und das hat mir auch immer Spaß gemacht, weil jeder Versuch in dieser Arena ist unique, weil man kommt am Anfang rein, kann sich eins von sechs, beziehungsweise drei von sechs Pokémon aussuchen. Hier kurz drüber nachdenken. Ja. Es ist nämlich kein Mega-Glurak. Ich habe kurz drüber nachgedacht, wird es sich gleich mega entwickeln? Nein, das gab es damals noch nicht. Und er geht auf den Drachentanz, was ich okay finde, weil ich glaube, ein Surfer könnte ausreichen, um Glurak zu besiegen. Bitte, 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 bitte. Nice. Es hätte auch ein super bulkiges Set sein können, dann hätte es nicht ausgereicht, aber ich sag ja, Kapaloris, das Schlachtschiff schlechthin unseres Teams, aber gleich müssen wir gucken, dass wir auch ein bisschen die anderen Pokémon zeigen, damit wir nicht nur Kapaloris schöne Hinterseite sehen und ich nur A drücke. Es ist einfach der Feuertrainer. Der Feuertrainer schlechthin. Das Problem ist, ich kann halt auch Scaraborn hier reinwechseln. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht hat er nur Kampfangriffe. Kann natürlich sein. Oder er setzt Toxin ein und es ist ein defensives Logok. Durchbruch. Nice. Das wollte ich sehen. Eine Chance, dass wir was mit Scaraborn machen. Ja, Erdbeben easy. Wir sind schneller. Das meine ich ja. In welcher Welt outspeedet Scaraborn ein Logok? In dieser Welt, sage ich euch. Das macht die Spannung aus. Ein bisschen. Oh mein Gott. Aber Logok hatte natürlich auch keine versteckte Fähigkeit mit dem Temposchub. Gab es ja damals nicht. Damals hatte man noch nicht so viel Auswahl mit Fähigkeiten. Da war alles super gestreamlined. Ja, weiter. Ich wollte gucken, wechseln wir jetzt oder nicht? Wollen wir was wechseln? Ich glaube auch nicht. Bin momentan sehr zufrieden und ich habe nichts im generischen Team gesehen, was mir jetzt super gefällt. Ich bin auch gespannt, wie lange wir hier für die ersten sieben Kämpfe brauchen. Wenn es super schnell geht, machen wir vielleicht nochmal sieben, aber ich glaube, tendenziell geht es länger, als man so denkt. Wir sind ja momentan beim dritten Kampf und nachher kommt irgendeine Stall-lastige Lage, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Natara. Aber hier will ich dann auf jeden Fall einmal rauswechseln, und zwar hier in Scaraborn, damit wir da auch ein bisschen was zeigen können. Und irgendwann wechseln wir nochmal Scaraborn raus, weil... Es ist zwar ganz cool, aber ich glaube, in diesem Modus ist es halt gefährlich, weil ich warte nur auf den Augenblick, bis irgendwie ein Flug-Pokémon kommt und dann uns komplett zerstört. Und deswegen lieber so ein bisschen ausgeglichener bauen. Ich muss gleich auch mal gucken, ob das momentan eine Siegesserie ist oder ob wir momentan noch ganz weit unten in der Ladder, ich nenne es einfach mal Ladder, sind, weil, wie gesagt, oh, Doppelteam. Ich gehe dann jetzt erstmal aufs Erdbeben.
weil dann habe ich nochmal eine erhöhte Chance, hier zu treffen. Das ist leider auch ein kleines Problem, dass es viele Pokémon gibt, die hier so eine relativ eklige Taktik starten mit entweder Genauigkeiten senken oder die eigene Ausweichchance erhöhen. Chanera mit Komprimator ist natürlich hier das beste Beispiel, aber ich glaube, wir haben genug Power, dass wir hier mit wenigen Treffern relativ gut durchkommen können, aber mein Herz, ohne Witz, ich weiß nicht, ob das für Leute, die nicht in dieser Generation aufgewachsen sind, ebenfalls so ist, aber ich bin super happy, dass wir das hier gerade machen. Ist natürlich hier so ein kleines Delegator-Projekt für die richtigen Wi-Fi-Kämpfer, aber ich wollte es einfach mal machen und vor allen Dingen das Setup so ein bisschen testen, also mit den ganzen Retro-Sachen. Ich kann ja auch Super Nintendo spielen und die ganzen alten Konsolen, NES, was auch immer, und das ist ja auch meine Videospiel-Generation, wo ich einfach sehr emotional dran hänge, gerade Super Nintendo. Ich habe extrem viele Super Nintendo-Spiele, die ich einfach extrem geliebt habe damals. Natürlich, Emulator ist so eine Sache, kann man jederzeit starten, aber ich persönlich bin nicht so der Emulator-Fan. Hat natürlich Vorteile, weil ohne Emulator hätte ich, glaube ich, nie solche großartigen Spiele wie zum Beispiel Secret of Mana 2 gespielt. Kam nie in Europa raus, kam nie in Amerika raus, und das gibt es sogar in übersetzter Sprache für den Emulator, und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pluspunkt, aber ich liebe es auf der richtigen... Ich gehe mal auf die Anziehung einfach nur, damit wir es mal sehen. Gegner ist schneller diesmal. Okay, wieso auch immer. Ich wollte einfach mal Scarborn hier untergehen lassen, dass wir auch ein bisschen was von Lepumentas wiedersehen. Auch wenn der Gegner hier mit dem Surfer guten Schaden macht, aber ja, mit Kapaloris sollten wir es ja auf jeden Fall gewinnen am Ende. Will ich Impegator für mein Team haben? Ich riskiere es einfach mal auf den Feelender zu gehen. Wahrscheinlich bin ich auch noch schneller. Nein, der Gegner ist schneller. Achso, hat sich verliebt. Ich wollte schon sagen, was passiert da? Ist starr vor Liebe. Oh. Ich bin auch verliebt in Scaraborn. Ein tolles Pokémon. So, wo waren wir? Retro-Sachen. Ich liebe Retro-Sachen und ich liebe es, auf der richtigen Hardware zu spielen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir hier mein Original-Cartridge benutzen, weil da hängt einfach so viel meiner selbst dran vor so vielen Jahren. Und das wieder zu sehen, das lässt mein Herz nochmal hoch aufspringen. Will ich was rauswechseln? Ja, ich tue mal Scaraborn wieder raus, weil das haben wir schon super oft gesehen. Kapaloris will ich behalten. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Pokémon in diesem Modus. Was können wir nehmen? Nachtara? Nee. Ja, Voltenso wäre vielleicht was. Dann hätten wir auch was für fliegende Pokémon. Ja. Weil ich auch nicht weiß, ob das Voltenso in diesem Modus jemals gut war. Weil ich glaube, es lernt einfach nichts. Es lernt Donnerblitz und das war's. Naja. Hier bin ich. Bereit für alles. Bereit für eine Niederlage, hoffe ich, mein lieber Freund. Ein Schwimmer. Nein, ein Triathlet. Sieht ein bisschen schwimmermäßig aus. Glurak. Schon wieder. Ein sehr Glurak-heaviges Turnier momentan. Voltenso, was kannst du? Das interessiert mich jetzt so. Ein mäßiges Wesen, guter Start. Tahaibeere. Was auch immer die macht, keine Ahnung. Donner, oh, das ist interessant. Regentanz, um mit dem Donner hundertprozentig zu treffen. Knirscher, Brüller. Hier auch ganz wichtig, Knirscher ist ein spezieller Angriff, weil es unlich ist. Unlich-Angriffe sind immer speziell, also gar nicht mal so ein schlechtes Set, muss ich sagen. Und ein cooler Sprite. Ich liebe es sowieso, die Sprites dieser Generation zu sehen. Sind zwar von der Animation her, passiert da einfach gar nichts, aber ich freue mich. Nach Pokémon Gold und Silber ist das hier auf jeden Fall ein sehr tolles Update gewesen. So. Ich wechsle hier aber nochmal, wobei ich mit Lepumentas auch nicht so weit komme. Ich gehe hier mal auf den Surfer. Okay, wir hätten den Lepumentas rauswechseln können, weil das Erdbeben kommt. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein anderes Set als das, was wir gerade gesehen haben von Glurak. Also ich glaube, jedes Pokémon hat irgendwie zig verschiedene Sets. Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich mehrfach einen Glurak gespielt habe und mehrfach dasselbe Pokémon. Und es war einfach von der Effektivität her super unterschiedlich. Manchmal defensiv ausgelegt, offensiv Setup. Also da kann alles passieren. Denk nicht, weil hier nochmal ein Glurak war, dass nochmal Drachentanz kommen könnte. Es könnte auch speziell sein oder mit Sonntag, was weiß ich. So, hier wechseln wir aber raus. Und zwar, ja, Voltenso bietet sich da auch nicht an. Einfach in Lepumentas. Und ich hoffe einfach, dass wir die Gelegenheit bekommen, mit Voltenso ein bisschen was zu machen. Aber ich bin sicher. Anziehung, nein. Ich habe kein Geschlecht. Ich bin ein Roboter. Verstehe Liebe nicht. Oh mein Gott. Lepumentas ist aber auch ein ziemlich cooles Pokémon. Leider unterrepräsentiert momentan, aber damals fand ich das cool. Ich finde es vor allem cool, manchmal sind die Backsprites von den Pokémon relativ underwhelming. Was ist ein deutsches Wort für underwhelming? Unter...
nicht ganz so toll anzusehen. Aber Lempumentos ist ziemlich groß. Ich weiß, ich habe super oft Metagross eingesetzt damals im normalen Story-Verlauf und habe mich immer beschwert, dass der Rückensprite super winzig ist. Also Metagross ist natürlich kein hohes Pokémon, aber man sieht quasi nur die Glatze oben. Das sieht super albern aus und hier Lempumentos sieht man super viel von und alle Augen und das sieht total toll aus. Als Kind konnte man sich noch faszinieren für sowas. Oh, Porygon. Porygon könnte ich mir vorstellen. Porygon ist ja, wissen wir ja, das beste Pokémon im Draft-Format, seitdem Sugishomaru das eingesetzt hat. Wir wissen es. Deswegen, wir werden es, glaube ich, gleich gegen Lempumentos vielleicht einwechseln. Wobei, vielleicht auch gegen Voltenso. Ich weiß, ich will halt nicht Kapaloris rauswechseln. Kapaloris ist, glaube ich, zu gut. Ist ein Joker für den Fall, dass früher oder später irgendwie wichtig sein wird. Ich finde es gut, dass das gegnerische Porygon die Sonne rausgeholt hat. Nee, gar nicht. In der Sonne trifft man Donner nicht ganz so oft. Deswegen, wir countern einfach sofort mit unserem Regentanz und dann können wir auf den Donner gehen. Was kommt jetzt? Oh! Hä? Ach! Das war ein schöner. Das ist meine Kollektion an Geräuschen, die ich für Pokémon-Kämpfe vorbereitet habe. Nein, jetzt verstehe ich, was der Gegner vorhatte. Sonnentag rausholen und dann auf den Solarstrahl. Clever! Das heißt, wir haben doppelt clever gespielt, dass wir hier auf den Regentanz gegangen sind. Zwar aus falschen Gründen, aber es war der beste Play. Und jetzt kriegen wir die Paralyse und die volle Paralyse. Alles gut. Solarstrahl, alles gut. Vor allen Dingen, dadurch, dass ich mit Voltenso Regen rausholen kann, wird mein Kapaloris ja wieder stärker. Also, super cool. Mehr Synergie hier ins Team reingeholt als erwartet. Fantastisch, fantastisch. Und vor allen Dingen, Wettereffekte damals sind ja super stark gewesen, weil die Wettereffekte einfach niemals verschwinden. Nicht nach 5 Runden. Erst wenn ein anderes Wetter passiert. Also, fantastisch. Welche Fähigkeit hat Kapaloris? Hat Kapaloris das Wassertempo? Muss ich gleich mal drauf achten, weil dann haben wir einfach Todessynergie. Ich will mal weiterspielen, weil dann will ich Porygon doch nicht, wenn es nur dafür da ist, um den Regentanz rauszuholen. Um den Sonntag rauszuholen. Möchtest du Pokémon tauschen? Nein, möchte ich nicht. Bitte hier entlang. Ich bin nur ein Forscher. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Vor allen Dingen, hier sind 6 Forscher, die uns zusehen. Das wirkt ein bisschen pervers. Das turnt die sich ja an, ein junges Mädchen und einen alten Knacker kämpfen zu sehen. Experte Joel. Mal gucken, wie expertisig der ist. Mir fällt kein Verb an für Experte. Ein Letarking, das ist super gefährlich. Alle balkigen und starken Pokémon, die Damage austeilen können, sind super gefährlich in diesem Modus. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich will gucken, nee, was wollte ich gucken? Genau. Welche Fähigkeit haben wir? Wassertempo, das ist cool. Das heißt, Kapaloris und Voltenso einfach Dream Team momentan. Werde ich hier irgendwie... Ich könnte Cosmic Kraft spammen. Ich probier's mal. Oh, Letarking ist gefährlich. Letarking ist auf jeden Fall gefährlich. Gena. Okay, so viel dazu. Das Gute ist, dass wir wissen, dass der Gegner in der nächsten Runde aussetzen muss. Oder? Letarking war doch mit Schnarcher? Nein, Schnarcher ist ein Angriff. Ich weiß gar nicht, wie die Fähigkeit heißt. Bedroher? Nein, Blitzfinger. Bedroher war von Mega Voltenso, ja. Ich muss drauf klarkommen, was wir hier spielen. Pokémon Smaragd und nicht Pokémon Ultra Smaragd. So, Faulenz, alles gut. Könnte ich hier irgendwie die offensive Gewalt? Ich könnte brüllen, aber ich will keinen Schaden kassieren. Ich glaube vor allen Dingen, dass Letarking auch gerne Erdbeben spielt. Deswegen lieber rauswechseln. Kommt das Erdbeben? Es kommt wieder Gena! Was ist da los? Vor allen Dingen das Problem ist, dass in dieser Generation Schlaf super ärgerlich ist, weil es ist nicht auf 3 Runden begrenzt, glaube ich. Es geht einfach so lang, es ist wie Gefrierung? Ich weiß es gar nicht mehr, aber egal. Wir können hier hin und her wechseln, der Gegner kann nur jede zweite Runde angreifen, insofern verlieren wir nicht so viel. Ich will das hier jetzt nicht aus der Hand geben, ich hab die ganze Zeit geredet, wie einfach der Modus ist, deswegen... Was der Gegner geht jetzt... Ich bleib diesmal drin. Wir machen es einfach mal. Wir können auch probieren, den Gegner einzufrieren. Einfach nur, weil wir böse sind. Aber wir gehen hier auf Server. Jetzt greift er natürlich an. Vor allen Dingen hat er den... den Lempumentos-Switch-In predicted. Wie viel Schaden macht das einfach? Okay.
alles gut gemacht. Ich glaube, das hätte ansonsten Lepumentas besiegt. Alles gut, alles gut, alles gut. Eine Runde haben wir jetzt, wo der Gegner faulenzt. Das Problem ist, ein weiterer Spukball wird uns wahrscheinlich nicht rausnehmen. Weil unsere spezielle Verteidigung ist zwar gedroppt, was super ärgerlich ist, aber das macht nichts. Vor allem, nein, ich laber Scheiße. Spezielle Verteidigung Drop ist super egal, weil Spukball ist ein physischer Move. Geisterattacken sind physisch, muss ich mir merken. Das heißt, eigentlich alles easy. Das ist ja, das war ja super, super seltsam, weil Spukball, wenn es diesen Zusatzeffekt triggert, droppt ja die spezielle Verteidigung, was ja egal ist, weil Spukball ein physischer Move ist. Deswegen war das die ganze Zeit super, super irritierend. Gena, das ist okay, wir können jetzt weiter angreifen. Und jetzt die Frage, werden wir gleich rauswechseln oder wollen wir einfach drinbleiben und Kapalorus vergessen für diesen Kampf? Oder wir critten, aber das tun wir leider nicht. Oh, das ist jetzt ein bisschen intenser geworden tatsächlich. Ja, alles gut. Hier wird regeneriert. So, wir wechseln raus. Lepumentas, go. Und dann denke ich einfach mal, dass wir schneller sind. Haben wir das jemals gesehen? Ich glaube nicht. Ah, ich hätte den Voltenso rauswechseln müssen. Damit wären wir auf jeden Fall schneller gewesen. Das war, glaube ich, ein kleines Missplay, aber ich denke, dass eine Psychokinese ausreicht. Ah, ist schneller. Er hat sogar Amnesie! Ui! Aber das ist okay, weil wir können in der nächsten Runde mit Erdbeben angreifen. Sehr gutes Mixed Lepumenta Set. Ja, das macht gar nichts. Null Schaden. Ah, ich habe ja gesagt, manche Kämpfe dauern ein bisschen länger, wenn man so super bulkige Pokémon gegenüberstehen hat. Aber Letarking ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Pokémon für diesen Modus. Gerade mit den Überresten, da kann man so ein bisschen den Nachteil von der Fähigkeit negieren, indem man einfach immer... Er hat überlebt! Welchen Universum bitte? Sind wir schneller? Nein, ne? Spukball. Ah, das könnte ein bisschen viel Schaden machen. Bitte überlebe. Lepumentas. Super krass überlebt. Das ist ja ungefähr so viel Schaden, wie der Spukball gegen Kapalorus gemacht hat, obwohl es nicht effektiv war. Also neutral war. Also Lepumentas einfach das Balkmonster oder Kapalorus das unbalkigste Monster. Ja, Joel. Kriegst du ein bisschen auf die Fresse momentan. Wobei, man merkt so, dass er ein kleiner Experte ist. Mit dem Letarking schon gut gemacht. Ich glaube, ich lasse hier das Lepumentas einfach runtergehen. Wir sind schneller. In welchem Universum sind wir schneller als Impelgator? Grimasse, ja okay, jetzt werden wir garantiert nicht mehr schneller sein. Aber das sind die Überraschungen in diesem Modus, die oft passieren, dass viele Pokémon schneller oder langsamer sind, als man das erwartet, dass viele Pokémon balkiger oder nicht balkig sind, als man es erwartet. Also, ich finde es eigentlich ganz angenehm so. Ich gehe mal aufs Erdbeben. Ich hoffe, das macht mehr Schaden. Die Drachenklaue. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist unsere spezielle Verteidigung, ist die gedroppt mit Lepumentas? Nein. Nee, Quatsch, mit Kapalorus war das. Aber ja, scheinbar sind wir einfach das balkigste Pokémon in diesem Universum, weil ich hätte von allen Seiten mit mehr Schaden gerechnet. Na dann. Gut, dass wir es mitgenommen haben. War irgendwie so ein... Ja, ich nehme es einfach mal mit, weil es da ist und weil es cool aussieht. Aber am Ende des Tages hat es sich super gelohnt. Ich glaube, ich wechsle einfach... Wow, ich hau einfach voller Elan. Hau ich das Mikrofon an. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Es tut mir leid für alle Leute, die Kopfhörer tragen. Ich wechsle einfach mal raus in Voltenso. Weil das haben wir auch noch gar nicht so richtig in Aktion gesehen. Das Problem ist, dass wir nur den Donner als Elektromove haben. Und das trifft ja manchmal nicht so gerne. Und ich will nicht den Regentanz rausholen, weil... Will ich einen Regentanz rausholen? Ich mach's einfach mal. Weil dann können wir nochmal mit Kapalorus richtig schön zeigen, was wir drauf haben. Durchbruch, okay. Ich hatte Angst, dass der Gegner doch vielleicht einen Wasserangriff hat, aber scheinbar nicht. Bitte überlebt das. Okay. Es regnet weiter, für immer. Für immer. So broken Wettereffekte. Wobei ich glaube, in der dritten Generation wurden Wettereffekte einfach gar nicht gespielt. Was? What the fuck? Voltenso, bestes Pokémon. Oh mein Gott, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir irgendwie so eine seltsame Beere hatten. Ich hatte gedacht, dass es irgendwie ein bisschen heilt oder so, aber scheinbar steigert das den speziellen Angriff, wenn wir in einen kritischen Bereich kommen. In das letzte Viertel, glaube ich.
super stark. Also zufällig, ohne es besser zu wissen, direkt das beste Team gebaut. Aber okay, Kokowai könnte... Ich habe nichts gesagt, wir haben Knirscher. Und Knirscher, nicht vergessen, ist ein spezieller Move, das heißt mäßiges Wesen. Plus 1 oder plus 2 speziellen Angriff jetzt durch die Beere. Das ist ein One-Hit. Alter, ist ja leuchtet ja wie am Schnürchen. Und ihr denkt, dass ihr hier irgendwas verloren habt, weil kein Wi-Fi-Bild kommt. Das ist mindestens genauso spannend. Vielleicht. Ich wollte schon sagen, war es der letzte Kampf? Ich glaube nicht. Das war der 5. Das heißt, ja, 6. und danach gibt es noch einen Kampf. Will ich was rauswechseln? Eigentlich hat Labomentas so viel gemacht, aber einfach nur, damit wir ein bisschen mehr zeigen. Ich habe ja sowieso super viel Glück gehabt, dass das, was ich wechsle, ohne großen Plan genau das Richtige war. Will ich Letarking haben? Letarking ist eigentlich super nice. Kokowai wäre aber auch vielleicht nett, wobei wir dann auch wieder ein Pflanzen-Pokémon haben. Ich nehme mal Letarking mit. Ich glaube, es könnte cool sein. Müssen wir gucken, ob wir die Gelegenheit bekommen, damit irgendwas anzufangen. Weil es reinzuwechseln... Wobei, es ist bulky genug, dass es reinwechseln kann. So, komm schon. Wieso kämpfe ich nur gegen alte Männer und Frauen? Und um mich herum überall Forscher? Das wirkt nicht richtig. Das ist keine Situation, in der ein kleines Mädchen sein sollte. Eine weitere Expertin. Gegen Kapilz. Das Problem ist, eigentlich macht es Sinn, hier drin zu bleiben, weil eine Spore kommen könnte, eine Pilzspore. Wir haben den Feuerschlag, was auch super gut ist. Wir machen das einfach mal. Egesam, einfach predicted. Das wäre super gut gegen Letarking gewesen. Ich habe kurz drüber nachgedacht, das zu machen, aber dadurch, dass ich ja jede zweite Runde aussetze, wären die... Alter, das reicht einfach. Wären die Egelsamen doppelt ärgerlich gewesen. Also, unweigerlich mache ich alles richtig. Das freut mich. Einfach das Herz der Pokémon glauben. Dann läuft's. So, diesmal Letarking rein, weil ich glaube, es könnte ein Kampfangriff kommen, aber das sollten wir noch einigermaßen gut wegtanken. Mogelhieb. Auch das perfekt predicted. Was aber trotzdem guten Schaden macht. Hätte ich nicht gedacht, weil Letarking einfach die defensivste Bombe in diesem Spiel ist. Der Backsprite ist einfach super lustig. Ich finde das super geil. Aber so ein schönes Gefühl. Ein richtig schönes Gefühl. Gena Amnesie Mega Kick. Was ist ein Mega Kick? Kenne ich gar nicht irgendwie. Nein, das wollte ich nicht. Bericht, zurück zum Bericht. Welches Überreste, alles klar. Welches Wesen? Hartes Wesen ist schon mal gut. Mega Kick. Ein extrem heftiger Tritt. Fasst es sehr, sehr gut zusammen. 120 Base-Angriff, aber leider eine super schlechte Genauigkeit. Aber Megakick habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ist das irgendwie in Vergessenheit geraten? Gibt es den Move noch? Wer weiß. So, Spukball. Ach, mein Lieber. Das ist doch... So verhält sich kein Experte. Aber ich verspreche euch, später, für den Fall, dass wir das Projekt irgendwie weiterführen sollten... Mich persönlich macht es glücklich, aber ihr könnt gerne sagen, was ihr davon haltet. Könnte ja so ein Sprachprojekt sein. Sprachprojekt klingt super falsch. So ein Laberprojekt sein, wo ich einfach die Gelegenheit habe, weil so anstrengend ist es nicht, dass ich mich hier super krass konzentrieren muss. Jedenfalls momentan nicht. Und das wäre, glaube ich, ganz gut, so ein kleines Podcast-Format zu machen, wo ich einfach über Sachen erzähle. Keine Ahnung, mich macht's glücklich. Sagt einfach, was ihr davon haltet. So ein bisschen das, was Ranked Rumble damals war, wo auch sehr viel rumgelabert worden ist. Alles geht daneben. Das ist traurig. Aber der Gegner kontert auch. Das ist okay, ich kann es verkraften, hier das Letarking zu verlieren. Wir haben noch genug, wir haben vor allen Dingen noch ein Wasser-Pokémon, beziehungsweise ein Pflanzen-Pokémon, das Simpex auf jeden Fall. Wir haben keinen Pflanzenattacke, fällt mir ein. Ich habe nichts gesagt, das könnte nochmal knapper werden, aber ich glaube, wir kommen schon klar. Ich könnte auf Gena gehen. Ach komm, wir gehen weiter auf den Megakick, gucken, wie weit wir kommen. Weil wir tanken es ja offensichtlich, wenn das der stärkste Angriff vom Gegner ist. Und wir treffen mal. Nice. Vielleicht reicht das aus, weil hartes Letarking plus Megakick? Nein, reicht nicht. Hätte ich auch nicht erwartet, muss ich sagen. Aber das bringt das Sumpex auf jeden Fall in eine Range, wo ein Eisstrahl oder ein Surfer ausreichen, um es zu besiegen. Alles gut. Ich gehe mal auf Gena. Einfach nur so. Just for fun. Weil ich fühle mich schläfrig. Ich faulenze den ganzen Tag. Das heißt, Sumpex soll sich einfach mal zu mir gesellen. Und dann schlafen wir einfach Hand in Hand. Ich finde es aber so lustig, wie manchmal die Sprites einfach deformiert werden für die Animationen. Das ist echt nett gemacht. Also natürlich super rudimentär, aber wie gesagt, die Nostalgie verschönert einen einfach alles. Und deswegen alles schön hier. Wir gehen weiter auf Megakick und hoffen, dass der einfach nochmal irgendwann trifft. Der Gegner kann countern, wie er will.
Wir haben, glaube ich, nicht so viele PP von Megakick, kann das sein? Vielleicht haben wir jetzt nicht mal genug. Ich glaube, das hat nämlich nur 5. Ja, aber... Ach so, jedes Mal, wenn es daneben geht, dann nimmt es keine PP weg. Okay, das wusste ich nicht. Das war mir nicht bekannt. Aber ist okay, akzeptiere ich. Aber Litaking werde ich, glaube ich, gleich wieder rauswechseln, weil... Es dauert einfach zu lange. Es dauert einfach zu lange, weil... Jeder zweite Zug ist einfach eine Nullrunde, mehr oder weniger. Deswegen lieber was Offensives. Ich glaube, Sumpex kann ich mir auch vorstellen, dass wir das mitnehmen. Dann haben wir zwar wieder ein Wasser-Pokémon, aber ich glaube, die Resistenzen überschneiden sich nicht so sehr. Wir haben eine Elektroimmunität, was ganz cool ist. Und wir können Pflanzenattacken auch so einigermaßen mit dem Kapaloris abfangen. Alter, wie lange... Okay, wenn Attacken daneben gehen, nehmen die doch PP weg. Das wundert mich jetzt mal ein bisschen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir seit 10 Stunden hier probieren, den Megakick zu treffen. Aber es passiert einfach nicht. Es passiert einfach gar nichts. Nice! Jetzt passiert endlich was. Man muss sich nur beschweren. Ist genauso wie, wenn du beim Auswärtigen Amt bist oder so. Einfach beschweren. Dann machen die Leute auch was. Wenn euer Internetanbieter irgendwie Kacke macht, einfach beschweren. Dann trifft auch da der Megakick. So, gleich müssten wir, glaube ich, beim letzten Kampf sein. Wie lange nehmen wir auf? Ach, schon ziemlich lange. Das kam mir gar nicht so krass vor. Also, Vorliebe, ja, ist egal. Ich brauche keine Tipps. Ich bin Experte. Möchtest du ein Pokémon tauschen? Ja, und zwar das Litaking gegen... Jetzt die große Frage. Sumpex würde mir gefallen, aber Kapilz... Ja, Meditalis wäre vielleicht auch ganz nett. Sumpex finde ich halt cool. Sumpex war auch, glaube ich, in der Edition im kompetitiven Bereich relativ gerne gesehen, weil es einfach... schöne Immunitäten, schöne Resistenzen hat und allgemein der Movepool echt angenehm war für die damalige Zeit. Aber ich habe keine Ahnung, was Meditalis macht, deswegen nehmen wir das einfach mal mit. Sozusagen der Lipumentas-Ersatz. Bitte hier entlang, zum großen Finale! Wer wird kommen? Eine nette, grünhaarige Dame. Kennst du mein Geheimnis? Was? Was war das erste Wort? Das macht keinen Sinn. Ich habe mich verlesen. Schönheit Blasius. Ist das was? Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas kaputt gemacht, dass ich hier das Safe-Game editiert habe, dass wir das auf Deutsch spielen. Aber Blasius? Erstmal, ist das ein Frauenname? Wenn ja, wer würde seine Tochter Blasius nennen? Oh, da ist sie. Blasius. Was wohl ihr Talent ist? Sie ist auch bauchfrei unterwegs und sie ist eine Schönheit. Was wohl ihr Beruf ist? Oh mein Gott. So, Wailord. Erstmal gucken, was Meditalis überhaupt drauf hat. Wir haben, glaube ich, noch gar nichts davon gesehen. Steigert Angriff, Mentalkraft. Krass, das hat er schon? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Robustes Wesen, keine Ahnung, was macht. Salkabeere steigert, glaube ich, den Angriff in kritischen Bereichen. Gegenschlag, Ausdauer, Ausdauer. Das ist natürlich interessant, wenn man Ausdauer mit so einer Triggerbeere, ich weiß nicht, wie man die nennen soll, die halt bei 25% KP triggert. Das ist natürlich ganz cool. Gegenschlag ist... Das ist ja noch besser. Ich dachte, Gegenschlag wäre so eine Art Counter, aber nein, das macht mehr Schaden, je weniger KP man hat. Das heißt, ich glaube, wenn man bei 1% ist, dann macht das 250. Ein super interessantes Set. Wir müssen nur gucken, wie wir das reinbekommen. Wollen wir das jetzt schon probieren? Ha. Ich probiere es einfach mal. Dann haben wir noch unser Dream Team in der Hinterhand. Ich glaube, Kapaloris und Voltenso zusammen können die Welt erobern. Gegner geht auf Erholung, okay. Also einfach ein Safe-Switch. Wie gesagt, keine Sorge, das ist mehr oder weniger... Ich glaube, wir haben noch keinen Winstreak, deswegen sind die Gegner noch relativ dumm. Das wird sich quasi nach oben hin immer verbessern. Und die Pokémon-Sets werden, glaube ich, auch immer besser, weil die... Man merkt schon, einige sind so ein bisschen trollig, wobei das hier wirklich gut ist. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass der Gegner mich jetzt irgendwie mit einem Angriff rausnehmen kann... Und das Problem ist, dass Psychokinese eine spezielle Attacke ist. Das heißt, wir werden nicht so viel damit machen können. Aber ich gehe da mal drauf und gucke, was der Gegner überhaupt offensiv kann. Ob er was kann oder ob er jetzt einfach Erholung spammt. Risikotackle. Oh shit. Werden wir es überleben? Wäre ich mal auf die Ausdauer gegangen. Aber wir sollten das überleben. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich gehe jetzt mal auf die Ausdauer und hoffe, dass der Gegner nochmal Risikotackle einsetzt. Das wäre nämlich super nice. Bitte, bitte, bitte. Erholung, na, genau das Falsche. Wahrscheinlich trägt er auch noch die Beere, die ihm vom Schlaf gleich erlöst.
werde ich den Gegner mit Gegenschlag One-Hit KO'en können, wenn ich bei 1 KP bin? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Bitte, greif mich an. Komm, mach nichts Blödes. Risikotackle, nice. Das heißt, der Gegner kriegt sogar noch ein bisschen Recoil-Damage. Wir sind bei einem... Hä? Bin ich blöd? Macht Ausdauer nicht, dass wir immer auf einem KP stehen bleiben? Ah, das muss ich mir jetzt nochmal durchlesen. Oder klappt das nur, wenn man bei 100% KP ist? Nein, auf keinen Fall. Hält jede Attacke eine Runde stand. Ein KP bleibt stets. Wo ist das Problem gewesen? Oder kann man das nicht zweimal hintereinander einsetzen? Nein, das ist blöd. Das macht keinen Sinn. Habe ich mich verklickt? Ich werde das später in der Aufnahme kontrollieren, was da passiert ist. Aber okay. Ja, Voltenso muss es machen. Wenn ich jetzt den letzten Kampf verliere, bloß weil ich hier irgendwie so eine dumme Aktion gestartet habe, dann werde ich traurig. Ich werde, glaube ich, trotzdem auf Regentanz gehen, weil der Gegner vielleicht, hoffentlich, keine Wasserattacke hat. Bitte geh auf Erholung. Tu das. Tu mir einen Gefallen. Nice! Er hört auf den Profi. Er hört auf den Profi. So gewinne ich auch meine Wi-Fi-Kämpfe, indem ich einfach in Discord den Leuten immer sage, was sie drücken sollen. Das ist eigentlich nur für mich gut. Oh Gott, ja. Funktioniert. Wird das ein One-Hit sein? Ich glaube nicht. Vylord ist zu bulky. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Nice. Hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, Vylord ist nicht ist kein Flug-Pokémon, oder? Ich habe kurz drüber nachgedacht, weil es halt so aussieht wie ein Zeppelin. Ist es Wasserflug? Ich glaube nicht. Ich habe Vylord noch nie eingesetzt. Ich weiß, dass Vylord auch Fliegen, glaube ich, nutzen kann, was quasi das Lustigste dabei ist, aber ist okay. Ich glaube, wir können hier mit Voltenso mehr oder weniger durchgehen. Wir gehen einfach weiter auf den Donner. Ist eine schöne Animation, weil die Farben kurz invertieren. Und das fand ich früher schon immer cool. Und Wolken kommen rein. Ich mochte sowieso Angriffe, die was mit der ganzen Arena machen. Also Surfer geht auch über den ganzen Bildschirm und das fand ich immer ganz cool. Was wird das letzte Pokémon sein? Ein Logok. Oh. Très bien. Es regnet weiter. Dass das kein Feuerangriff der Welt wird uns hier zerstören. Nochmal, um hier ein bisschen die Variabilität unseres Teams zu zeigen. Nochmal Kapaloris reinholen und das Finale an sich reißen. Megakick. Tank das bitte. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt One-Hit-KO'd geworden wäre, dann wäre ich richtig traurig gewesen. Wir sind dank des Regens auch auf jeden Fall schneller. Können Surfer einsetzen, wird auf jeden Fall ausreichen. Also alles cool. Ja, das war erschreckend spaßig, unglaublich. Ich glaube, fürs Zusehen kriegt man weniger Benefit als das wirklich zu spielen. Mit dem richtigen Controller und allem drum und dran auf der Cartridge. Mit meinem alten Charakter. Und sind natürlich nicht meine Pokémon, die sind ausgeliehen. Blasius hat verloren. Möchtest du mein Geheimnis sehen? Es kann doch kein Zufall sein, dass sie das sagt, so aussieht, eine Schönheit ist und dabei Blasius heißt. Tut mir leid, ich bin ein Mädchen. Wenn ich ein Junge wäre, dann würde ich sagen, ja, kann man drüber reden. Herzlichen Glückwunsch, du hast 7 Wechselkämpfe gewonnen. Nice, in Anerkennung. Wir kriegen Geld, oder? 3 Gewinnpunkte, wird aber mehr, je länger man spielt. Also, wie gesagt, je länger die Winstreak ist, desto mehr Punkte kriegt man, desto stärker werden die Gegner, desto cooler wird alles. Und ich glaube auch, die Sets der Pokémon werden besser, beziehungsweise die Pokémon an sich werden besser. Ich glaube, dann sind auch legendäre Pokémon im Pool drin. Was? Nee, müssen wir nicht machen. Man kann sich die Kämpfe in so einen Pass eintragen lassen und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht machen wir irgendwann mal Doppelkämpfe, also random Doppelkämpfe. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das ist eine schöne kleine Abwechslung gewesen. Vielleicht wird es demnächst mal ein bisschen mehr Retro-Kram geben. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Aber ihr könnt euch da gerne auch in den Kommentaren zu auslassen. Ich richte mich da gerne nach euch. Und keine Sorge, bald wird es wieder ganz normale Wi-Fi-Kämpfe am Samstag geben. Ich brauche, wie gesagt, momentan eine kleine Pause, eine kleine Auszeit, damit ich mich kreativ etwas anderen widmen kann. Aber kommt Zeit. Kommt Rat. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.